Frau Ministerin, in der Ukraine spitzt sich gerade die Krise dramatisch zu. Sollte es tatsächlich zu einem Krieg kommen in Europa, haben Sie in Ihrem Ressort schon entsprechende Pläne für Hilfe, für Unterstützung? Erstmal tut die deutsche Regierung alles dafür, dass es eine diplomatische Lösung gibt. Da sind wir uns alle sehr einig. Wir wollen so lange reden, wie es geht. Falls es zu einer Situation kommen sollte, wo das nicht mehr möglich ist, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus meinem Ministerium auf jeden Fall sicher zu Hause. Aber auch die Ukraine, vor allem die Menschen in der Ukraine, werden dann Hilfe brauchen. Gibt es Krisenpläne für diesen Fall? Erstmal sind wir ja seit vielen, vielen Jahren in der Ukraine aktiv. Wir haben sehr viele Hilfe dort vor Ort geleistet, bei der Stromversorgung, bei Hilfen für die Flüchtlinge im Land. Und diese Arbeit würden wir gerne fortsetzen, aber dafür muss es diplomatische Lösungen geben in diesem Konflikt. Ein Krieg in Europa löst weltweit große Sorgen aus. Der jordanische Außenminister hat kürzlich bei der Reise der Außenministerin Baerbock seine Sorge geäußert, dass sein Land, Jordanien, wo sehr viele Flüchtlinge leben, dann vielleicht nach hinten fallen würde, dass dann die deutschen Entwicklungshilfen woanders gehen, dass man die Aufmerksamkeit schmälert, dass man sich anders positioniert in Deutschland. Können Sie diese sind diese Sorgen berechtigt? Wir sind in Deutschland sehr darauf bedacht, unseren Partnerländern zu helfen. Wir haben eine ganze Reihe von Partnerländern, und mit denen wir auch langfristige vertragliche Vereinbarungen haben. Und an diese Vereinbarungen halten wir uns. Wir wollen auch langfristige gemeinsame Entwicklungsarbeit machen. Diese Zusagen stehen. Und wir bleiben ein verlässlicher Partner in der Entwicklungszusammenarbeit, auch mit Jordanien und mit vielen afrikanischen Ländern. Blicken wir kurz nach Afghanistan. Deutscher militärischer Einsatz dauerte dort 20 Jahre. Jetzt sind viele Afghanen ernüchtert. Die Taliban sind an der Macht. Reicht die deutsche Hilfe dort aus, angesichts der Tatsache, dass Tausende von Menschen Hunger leiden, teilweise auch verhungern? Wir werden humanitäre Hilfe für Afghanistan brauchen. Wir haben über viele Jahre dort Entwicklungsarbeit geleistet. Aber was wir jetzt vor uns sehen, ist eine humanitäre Katastrophe. Und auch in dieser humanitären Katastrophe werden wir kurzfristig helfen. Das Ziel muss aber sein, dass wir auch längerfristig wieder Strukturen etablieren, dass die afghanische Bevölkerung sich selber versorgen kann. Also die humanitäre Hilfe und die längerfristige Hilfe muss Hand in Hand gehen. Das ist im Moment noch sehr schwierig, weil alles, was wir tun, machen wir natürlich ohne die Taliban. Diese Regierung wird ja noch nicht anerkannt, und deswegen arbeiten wir mit NGOs, mit Initiativen vor Ort und helfen ganz konkret. Aber diese Winter zeigt, dass man da an die Grenzen stößt. Muss man nicht dann umdenken? Was wir im Moment sehen, ist, dass humanitäre Hilfe nötig ist, damit wir dafür sorgen, dass die Menschen nicht was zu essen bekommen. Es ist eine Katastrophe, in die wir da hineinlaufen. Und damit wollen wir auch international abgestimmt Antworten geben. Wir sind vor Ort, wir helfen weiterhin, aber es braucht verstärktes Engagement von allen zusammen. Frau Ministerin, Sie treten bald Ihre erste Auslandsreise an. Sie führt nach Afrika, nach Ruanda. Warum genau in dieses Land? Wir haben Ruanda ausgewählt, weil wir dort deutlich machen wollen, dass Impfstoffproduktion auf dem afrikanischen Kontinent jetzt starten wird. Das wird in Ruanda, im Senegal, in Ghana und in Südafrika der Fall sein, um das noch mal zu verstärken, um genauer auch zu sehen, wie geht das vor Ort, wie wird die Infrastruktur dort aufgebaut, werde ich mir vor Ort selber ein Bild machen. Deutschland wird auch sehr kritisiert für seine Haltung zu Impfstofflizenzen. Man will diese Lizenzen nicht freigeben und man argumentiert, dass das Schwierigkeiten vor Ort mit der Produktion zu Schwierigkeiten vor Ort führen würde, dass man das gar nicht in Afrika selber umsetzen kann. Ist das nicht erklärungsbedürftig? Die Freigabe der Patente, dass die dafür argumentieren, haben ja das Ziel, dass möglichst schnell Produktion in Afrika beginnt. Und es gibt zwei Wege dafür. Man kann das in Konfrontation mit den Unternehmen machen oder aber eben in Kooperation. Und ich finde, wir müssen den Weg gehen, der schneller ist.
Und aus meiner Sicht ist der schnellste Weg in Kooperation. Ein mRNA-Impfstoff braucht 50.000 Schritte in der Qualitätssicherung. Dafür braucht man sehr gut ausgebildete Menschen, dafür braucht man das Know-how. Und deswegen setzen wir auf Kooperation, setzen darauf, dass wir in Zusammenarbeit mit den Firmen dort in Afrika Produktionsstätten aufbauen. Und die ersten werden jetzt in diesem Jahr beginnen. Was können Sie leisten? Wie schnell kann es dann losgehen? Impfstoffproduktion geht leider nicht schnell, weil es ein wirklich komplizierter Prozess ist. Aber das, was wir dort in Afrika aufbauen wollen, ist nachhaltig, weil es kann für Covid genutzt werden. Es kann in Zukunft aber auch für Tuberkulose, für Malaria, für AIDS-Impfstoffe genutzt werden. Und deswegen sind solche Produktionsstätten auf jeden Fall sinnvoll. Planen Sie es in Ruanda oder woanders auch schon jetzt? Die ersten Initiativen, die jetzt starten, sind in Ruanda, im Senegal, in Ghana und in Südafrika. Und es wird sicherlich noch weitere, auch europäische Projekte geben, um Partnerschaften aufzubauen. Ihr Vorgänger hat auch sehr auf Privatinvestitionen in Afrika gesetzt. Werden Sie diesen Kurs, diese Politik fortsetzen? Naja, mir ist wichtig, dass wir eine Partnerschaft mit unseren Ländern wirklich haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Und diese Partnerschaft bedeutet, dass wir öffentliche Mittel geben, aber diese öffentlichen Mittel können niemals reichen. Wir brauchen auch private Investitionen. Und deswegen bin ich zum Beispiel froh, dass BioNTech jetzt hilft, dort Impfstoffproduktion in Afrika aufzubauen. Und solches Wahrnehmen von unternehmerischer Verantwortung, das brauchen wir noch viel mehr. In der Sahelzone verbreiten sich gerade Instabilität und Gewalt aus. Wie kann Deutschland glaubwürdig Krisenprävention betreiben, wenn man sich gleichzeitig überlegt, militärisch aus Mali zurückzuziehen? Ja, es gibt eine Diskussion darüber, den Einsatz in Mali zu beenden, um den die Regierung dort gebeten hat, weil die Regierung selber diesen Einsatz nicht mehr will. Und Hilfe zu leisten bei jemandem, der diese Hilfe nicht möchte, das muss man sich dann schon nochmal ansehen, ob das dann auch wirklich die richtige Maßnahme ist. Aber es bleibt eine UN-Mission in Mali. Diese UN-Mission sorgt eben auch mit zur Stabilisierung und für die Sicherheit im Land. Und damit bleibt auch Präsenz vorhanden. Und das ist wichtig, weil für die Entwicklungszusammenarbeit brauchen wir ein Mindestmaß an Stabilität, um die Arbeit dort leisten zu können. Und über diese Mission wird ja bisher nicht diskutiert, die zu beenden. Deutschland hat den Vorsitz in G7. Was ist Ihr Plan als Entwicklungsministerin für diese Zeit, für die Entwicklungshilfe der G7-Länder? Wir haben uns für die G7-Präsidentschaft vorgenommen, die Entwicklungszusammenarbeit zu stärken. Und die ersten Signale dafür sind jetzt auch bereits gesetzt worden. Wir hatten einen EU-Afrika-Gipfel, der wichtige Schritte vorangekommen ist. Und in G7 werden wir das ganze Thema Impfstoffproduktion noch mal weiter vorantreiben, weil es ist vollkommen klar, niemand ist auf der Welt sicher, bevor nicht alle sicher sind. Und deswegen muss die Impfkampagne weitergehen. Dann würde ich gerne noch mal auf die feministische Außenpolitik eingehen. Die neue Bundesregierung hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Inwiefern haben Sie als Entwicklungsministerin auch Instrumente, um die sogenannte feministische Außensicherheitspolitik zu fördern? Ein Teil der feministischen Außenpolitik ist natürlich auch die feministische Entwicklungspolitik. Und da geht es im Wesentlichen um drei große Dinge, nämlich mehr Repräsentanz von Frauen. Wir wissen, dass wenn Frauen in Friedensprozessen beteiligt sind, die Ergebnisse besser sind, dass sie länger halten. Es geht um die Frage der Ressourcen. Frauen müssen genauso partizipieren können. Im Bildungssystem sehen wir, dass Mädchen im Moment nach dieser Krise viel seltener zurückgehen in die Schulen. Das macht in der gesamten Gesellschaft Probleme. Das wollen wir ändern. Und das Dritte sind gleiche Rechte. Frauen brauchen die gleichen Rechte, den gleichen Zugang zum Beispiel zum Gesundheitssystem. Und wenn diese drei R's sozusagen berücksichtigt sind, dann wird auch Entwicklungspolitik erfolgreicher. Und deswegen ist auch die feministische Entwicklungszusammenarbeit ein wichtiger Punkt für diese neue Regierung. Wie stimmen Sie das ein, dass bei G7, bei G20 werden wir demnächst ohne Frau Merkel nur dunkle Anzüge sehen?
Nein, wir haben natürlich gerade aus Deutschland heraus auch Frauen an der Spitze. Also wir haben mit Annalena Baerbock eine Außenministerin, wir haben mit Christine Lambrecht eine Verteidigungsministerin, mit mir eine Ministerin für die Entwicklungszusammenarbeit und mit Olaf Scholz an der Spitze jemanden, der sich selber als Feminist bezeichnet. Also damit ist für diese Politik wirklich guter Rückenwind da. Frau Ministerin Svenja Schulze, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.